Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 10. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, zweites Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes. Hierzu gibt es einen Änderungsantrag der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE 20-3650 zu 20-2965. Und der Änderungsantrag ist 20-3745. Berichterstatter ist der Kollege Felix Martin. Bitte schön, Herr Kollege Martin. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bericht aus dem Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss zum genannten Gesetzentwurf. Der Ausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung anzunehmen, mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen SPD, AfD, Freie Demokraten und DIE LINKE. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Erster Redner ist der Kollege Burcu. Und wir haben eine vereinbarte Redezeit von 7,5 Minuten. Wie gesagt, das kann man machen, man muss es nicht, aber wie gesagt, wir haben sie vereinbart. Ich kann es ja mal versuchen. Herr Kollege Burcu, Sie haben das Wort. Ich gebe mir natürlich Mühe. Dankeschön. Aber ohne Gewähr. Sie machen das schon. Herr Präsident, meine Damen, meine Herren, die Landesregierung hat vor der Sommerpause einen Gesetzentwurf eingebracht, und wir hatten die Möglichkeit, dort in der ersten Runde und auch später im Ausschuss hierzu zu debattieren. Ich hatte bereits im Plenum im Juni deutlich gemacht, dass im Entwurf viele Verbesserungen enthalten sind, beispielsweise die Erhöhung der Pauschalsätze, die wir selbstverständlich begrüßen. In der Anhörung wurden von einigen Experten diese Bewertungen geteilt. Beispielhaft möchte ich hier an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Hillegard zitieren, der uns mitteilte, dass der Hessische Landkreistag dem Gesetz ohne Wenn und Aber zustimmt. Es gab aber einen Austausch bzw. sogar eine Debatte über strittige Punkte, wie etwa über Mindeststandards und über hohe Gebühren, auf die ich heute bei dieser Gelegenheit in der zweiten Lesung auch noch einmal eingehen möchte. Zu den Mindeststandards hat Herr Staatsminister Klose bereits erläutert gehabt, dass sich das Land und die kommunalen Spitzenverbände einig darin waren, dass den Kommunen ohne zusätzlich festgelegte gesetzliche Standards eine gewisse Flexibilität verbleiben soll, um auf die Umstände vor Ort und auf die unterschiedlichen Personengruppen abgestimmte bestmögliche Lösungen finden zu können. Auch in der Anhörung haben wir hierüber eine Debatte führen können, ob und in welcher Form die Einführung von Mindeststandards bei auftretenden oder bestehenden Problemen vor Ort, also in den Kommunen, helfen können. Erstaunlicherweise kamen die meisten Anzuhörenden zu dem Ergebnis, dass Mindeststandards auch oft nicht weiterhelfen können. Frau Rosenberg vom Paritätischen Wohlfahrtsverband sagte beispielsweise, Mindeststandards seien kein Allheilmittel. Frau Niebisch von der Diakonie teilte mit, dass Mindeststandards alleine keine Konflikte verhindern. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, Mindeststandards können möglicherweise in manchen Fällen einen Beitrag zur Problemlösung vor Ort beitragen. Aber dass man eben nicht pauschal als Lösung für die Konflikte bzw. Probleme oder gar als Allheilmittel sehen kann, muss uns auch klar sein. Bestes Beispiel hierfür ist meine Heimatstadt Frankfurt. Die Stadt Frankfurt hat nämlich bereits seit Juli 2017 definierte Mindeststandards auf 27 Seiten eingeführt. Kommunale Standards und Rahmenbedingungen für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen in Frankfurt am Main heißen sie, und hier sind viele sinnvolle Punkte aufgezählt, ohne Frage. Dass es aber trotz Mindeststandards zu Problemen immer wieder in den Frankfurter Unterkünften kommt, ist bestes Beispiel, dass Mindeststandards eben kein Allheilmittel sind. Die Unterkunft am alten Flugplatz im schönen Bonamés ist leider ein negatives und aktuelles Beispiel dafür. Wenn ich auch noch vor Augen halte, dass die Stadt so große Probleme damit hatte bzw. nach wie vor hat, die Bewohnerinnen und Bewohner der Unterkunft in Bonamés in andere und bessere Unterkünfte zu bringen, dann verdeutlicht das uns nochmals die Situation vor Ort in Ballungsgebieten. Wenn die Unterbringung oder Wohnungsnot so ein großes Problem wie in den Städten, z.B. in Frankfurt, darstellt, werden landesweite Mindeststandards auch keine Abhilfe schaffen. Sie wären so allgemein, dass sie möglicherweise in der einen oder anderen Kommune oder bei der einen oder anderen Personengruppe einen positiven Beitrag leisten können, ohne Frage, aber gleichzeitig in einer anderen Kommune oder in einer anderen Personengruppe die schwierige Situation vor Ort noch verschlimmern würden. Hier die Flexibilität
zu ermöglichen, wie Herr Staatsminister Klose es dargestellt hatte, kann mehr bewirken, meine Damen und Herren. Und lassen Sie mich an dieser Stelle noch etwas ganz Wichtiges festhalten. Schon jetzt steht im aktuellen Gesetz etwas ganz klar drin, nämlich dass die Landkreise und Gemeinden verpflichtet sind, die Personen menschenwürdig unterzubringen und einen Aufenthalt ohne gesundheitliche Beeinträchtigungen gewährleisten müssen. Das muss einfach ohne Wenn und Aber stets gewährleistet werden. Und lassen Sie mich noch zu den Gebühren ein paar Sätze sagen. Herr Pürsün hatte in der ersten Lesung behauptet gehabt, dass in Frankfurt Gebühren von 710 € von Bewohnern, kann man nachlesen, ja, das machen Sie gerne, aber ich mache das nicht, deswegen habe ich nachgeschaut, Herr Pürsün, von Bewohnern der Sammelunterkünfte, das kann man nachlesen, Herr Pürsün, ich versuche es trotzdem fortzufahren, vielleicht hören Sie zu und lernen etwas, weil in der Anhörung haben Sie das auch ignoriert gehabt, also von den Selbstzahlern 710 € verlangt wird. Als Frankfurter Abgeordneter wurde ich natürlich hellhörig und habe es selbstverständlich bei so einer Aussage. Nee, weil wir Grünen da auch noch von Ihnen angesprochen werden, aber das werden wir ja ständig, deswegen habe ich das überprüft. Und Überprüfung von Behauptungen sollte man ja natürlich immer machen, ganz besonders bei dem genannten Kollegen, da hilft immer weiter. Und jedenfalls habe ich das überprüft und die Behauptung hat sich als falsch herausgestellt. Wieder einmal. Denn die Stadt Frankfurt sieht nämlich eine Deckelung vor, sodass maximal 355 € von Selbstzahlerinnen und Selbstzahlern erhoben werden. Also genau die Hälfte von dem, was Sie behauptet haben. Das wurde auch in der Anhörung vom Hessischen Flüchtlingsrat so bestätigt. Da haben Sie auch nicht zugehört. Und an dieser Stelle wollte ich die Gelegenheit nutzen, das festzuhalten. Jetzt könnte das Argument kommen, und es wäre dann auch richtig, kommt aber nicht, dass auch 355 € pro Person zu einer hohen Belastung und damit zu unverhältnismäßigen Gebühren kommen können, insbesondere bei Familien. Es ist richtig. Daher ist es auch sehr richtig und wichtig, dass Kommunen in Zukunft mit diesem Gesetz in ihren Gebührensatzungen zu Härtefallregelungen verpflichtet werden. Somit können in den jeweiligen Fällen die Behörden vor Ort in Zukunft in ganz Hessen Härtefallregelungen anwenden, damit die erhobenen Gebühren nicht zu belastend für die berufstätigen Geflüchteten sind und sie dafür, dass sie ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, nicht mehr zu hohen Wohnkosten bestraft werden. Und bevor ich wieder von den Kollegen aus der FDP-Fraktion falsch zitiert werde, beziehungsweise möchte ich es noch einmal darstellen, bevor Sie sich die Mühe machen, es wie beim letzten Mal zu verdrehen, arbeiten gehen ist kein Härtefall, Herr Kollege. Im Einzelfall für Selbstzahler unverhältnismäßig hohe Gebühren zu bekommen, das ist ein Härtefall. Und eigentlich sollten Menschen, die ihren Lebensunterhalt selbst verdienen, nicht mehr in der Gemeinschaftsunterkunft leben müssen, sondern in ihre eigenen Wohnungen einziehen. Das ist nämlich der Weg, der vorgesehen ist. Dass dieser Weg oft oder manchmal nicht klappt aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes, ist klar, ist bekannt, und in diesem Zusammenhang fällt oft der Begriff Wohnsitzauflage. Das ist eigentlich eine Frage des Aufenthaltsrechts und daher nicht im Landesaufnahmegesetz zu regeln. Aber selbst wenn es so wäre, würde eine nicht vorhandene Wohnsitzauflage nicht zu einem Wegzug aus den Ballungsgebieten führen, vor allem nicht aus dem Rhein-Main-Gebiet, sondern es würde dazu führen, dass wir keine Entlastung des Wohnungsmarktes haben, weil die Menschen meistens in die Ballungsgebiete, allen voran in Rhein-Main-Gebiet, ziehen würden. Und so wäre die Wohnsitzauflage keine große Hilfe, um die Probleme vor Ort zu lösen. An den Verbesserungen der Situation für Geflüchtete wird seitens des Sozial- und Integrationsministeriums auch unterhalb der Gesetzebene sicherlich weitergearbeitet werden. Daran bedanken wir, oder dafür bedanken wir uns, und dem Gesetz werden wir so natürlich zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Burtschow. Nächster Redner ist der Abg. Ismail Tippi für die Fraktion der CDU. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Nach der ersten Lesung des uns vorliegenden Gesetzentwurfs haben wir uns im Rahmen einer Anhörung noch einmal eingehend mit dem Landesaufnahmegesetz beschäftigt. Gerne möchte ich mit einer Kernaussage beginnen, die, ich finde, gerade nach der Anhörung noch einmal betont werden muss. Wir haben als Land Hessen in den letzten 5 Jahren, seit Beginn der Flüchtlingskrise im Jahre 2015, und aber auch viele Jahre davor einen Kraftakt geleistet,
um Flüchtlinge aufzunehmen, ihnen Schutz zu bieten und sie menschenwürdig unterzubringen. Und das ist uns, wie ich finde, auch sehr gut gelungen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Natürlich wissen auch wir, dass es dabei damals und auch heute an der einen oder anderen Stelle Verbesserungsbedarf gibt. Da kann ich Herrn Prof. Dr. Hilgert vom Hessischen Landkreistag nur zustimmen in seiner Aussage, Zitat, Herr Präsident, nichts ist so gut, als dass es nicht noch besser werden könnte. Daher greifen wir mit der Novellierung des Landesaufnahmegesetzes ganz bewusst unseren Landkreisen und Kommunen unter die Arme und schaffen für diese auch eine Planungssicherheit. Eine erneute detaillierte Erörterung des novellierten Gesetzes möchte ich uns hier an dieser Stelle ersparen. Vielmehr möchte ich aber den Fokus auf einzelne Punkte richten. Hessen ist ein vielfältiges Bundesland mit vielen unterschiedlichen Regionen. Der ländliche Raum hat ganz andere Sorgen und Nöte, als beispielsweise in einem Ballungsraum wie Rhein-Main der Fall ist. Das sehen wir in den politischen Debatten immer wieder. Daher war es uns wichtig, mit dem Landesaufnahmegesetz diese Diversität zu berücksichtigen. Wir halten es demnach auch nach wie vor für sinnvoll, keine Mindeststandards vorzuschreiben. Denn neben der wichtigen Planungssicherheit brauchen die Städte und Landkreise auch den Spielraum, sich an die Gegebenheiten vor Ort anpassen zu können. Durch die derzeitige Regelung ermöglichen wir den Gebietskörperschaften, die auf die Umstände vor Ort abgestimmte bestmögliche Lösung zu finden. Wir wissen dabei durchaus um die vielfältigen Probleme, die es vor Ort gibt. Doch wir sind auch der Meinung, dass es auch positive Beispiele gibt. Kommunen und Unterkünfte, in denen es nur selten zu Schwierigkeiten kommt und in denen es auch gut läuft. Gerade deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, aufgrund der vielfältigen Probleme und der verschiedenen Voraussetzungen vor Ort kann es keine Blaupause geben. Wir lösen die Probleme vor Ort nicht im Einzelfall, wenn wir Standards für alle festlegen. Und das Fehlen von den von der Opposition geforderten Mindeststandards heißt nicht, dass die Menschen in den Unterkünften menschenunwürdig untergebracht sind. Im Gegenteil. Das ist sogar ausdrücklich im Landesaufnahmegesetz geregelt. In § 3 Unterbringung heißt es, ich zitiere, die Landkreise und Gemeinden sind verpflichtet, die nach § 1 aufzunehmenden Personen in Unterkünften, die einen menschenwürdigen Aufenthalt ohne gesundheitliche Beeinträchtigung gewährleisten, unterzubringen. Das hat der Kollege Burcu vorhin ja auch vorhin angesprochen. In Bezug auf den Änderungsantrag der Fraktion der SPD und DIE LINKE möchte ich an dieser Stelle noch kurz anmerken, dass die dezentrale Unterbringung der Flüchtlinge ebenso von dem verfügbaren Wohnraum der Gebietskörperschaft abhängig ist und deshalb nicht von der Landesregierung organisiert werden kann. Außerdem sind gemäß § 53 Absatz 1 des Asylgesetzes die Asylbewerber in der Regel in Gemeinschaftsunterkünfte unterzubringen, bis zu erfolgreichen Beendigung des Asylverfahrens. Und noch einmal zum Stichwort Flexibilität, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist auch der Grund, warum wir den Gebietskörperschaften mit dem Gesetzentwurf eine Regelungsfreiheit bei der Beendigung des Nutzungsverhältnisses und der Satzungsermächtigung einräumen. Damit geben wir den Gebietskörperschaften auch keinesfalls eine Blankovollmacht. In § 5 wird dazu deutlich geregelt, dass eine Beendigung des Nutzungsverhältnisses insbesondere dann möglich ist, wenn die untergebrachte Person schwerwiegend oder wiederholt gegen eine Anordnung auf Grundlage der Hausordnung verstößt, eine Gebühr nicht entrichtet oder sich der Verlegung widersetzt. Damit gehen wir auch auf wiederholt vorgetragene Probleme der Gebietskörperschaften im Umgang mit einzelnen auffälligen Bewohnern ein, sodass ihnen auch die Durchsetzung einer Verlegung oder einer neuen Unterbringung erleichtert wird. Natürlich sind die Gebietskörperschaften gleichzeitig aber auch an Recht und Gesetz sowie das Prinzip der Verhältnismäßigkeit gebunden. Wir erachten es dennoch als wichtig, dass die Gebietskörperschaften zeitnah auf renitente Störer reagieren können und das eben auch, falls erforderlich,
durch die Beendigung des Nutzungsverhältnisses. Im Zusammenhang mit Satzungsermächtigung möchte ich auch noch betonen, dass wir es als sinnvoll erachten, in den kommunalen Satzungen die Gebührenermäßigung und damit detaillierte Härtefälle zu regeln. Denn jeder Härtefall ist im Grunde ein Einzelfall und muss unter den besonderen Umständen vor Ort auch bewertet werden können. Lassen Sie mich noch kurz etwas zu dem Änderungswunsch von Teilen der Opposition in Bezug auf das Nutzungsentgelt für Selbstzahler sagen. Eine Deckelung des Nutzungsentgeltes auf Gebühren nach der Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung widerspreche schlichtweg dem Kostendeckungsprinzip nach Kommunalabgabenrecht. Daher, meine Damen und Herren, werden wir diesen Änderungsvorschlag sicherlich ebenso wie den anderen vorgeschlagenen Änderungen nicht zustimmen. Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen abschließend versichern, dass wir auch künftig sicherstellen wollen, dass geflüchtete Personen menschenwürdig untergebracht werden können. Das kann aber nur gemeinsam mit Land, Kreisen und Kommunen, mit den Verbänden und den vielen Ehrenamtlichen vor Ort geschehen. Mit dieser Novellierung des Landesaufnahmegesetzes greift die Landesregierung den Kommunen unter die Arme. Deswegen bitte ich Sie um Zustimmung unseres Gesetzentwurfs. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tipi. Nächster Redner für die Fraktion der Sozialdemokraten ist der Kollege Becher. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, mit der Debatte um das zweite Gesetz zur Änderung des Landesaufnahmegesetzes haben wir die Möglichkeit, unsere Praxis bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und das sollte auch unser Anspruch sein. Dazu wurde von der Landesregierung einvernehmlich mit den kommunalen Spitzenverbänden wurden neue Verabredungen getroffen und eingearbeitet, wie z.B. die dringend notwendig progressive Erhöhung der großen Pauschale und die Umstellung auf ein einmaliges Integrationsgeld von 3.000 €, das die kleine Pauschale ablöst, und auch eine Härtefallklausel. Das war sachlich geboten, das ist gut so, und das unterstützen wir. Nicht gut ist es, dass zum wiederholten Mal die Anregung sowohl der Interessenvertretungen als auch der Fachverbände komplett unberücksichtigt geblieben sind. Diese Form der Beratungsresistenz, ich glaube, die ist der Politik wirklich nicht dienlich. Ich frage mich eigentlich, was der Sinn dieses Rituals der Anhörung ist, wenn das so völlig ohne Einfluss und Ausfluss in unsere Gesetzgebungsverfahren bleibt. Es geht hier wirklich nicht um irgendwelche partikularen Zwischenrufe, die man auch mal überhören darf. Das ist normal. Es geht um einen breiten fachlichen Konsens außerhalb dieses Hauses, der, finde ich, einen auch gerne mal nachdenklich machen darf, ob die eigene Vorlage wirklich schon der Weisheit letzter Schluss ist. Dazu dienen Anhörungen, und das hat auch diese Anhörung, finde ich, überaus deutlich gemacht. Mit unserem Änderungsantrag holen wir die Berücksichtigung der fachlichen Voten nach und stellen sie zur Diskussion im Gesetzgebungsverfahren. Lassen Sie mich unsere vier Änderungsvorschläge erläutern. Erstens. In § 1 wird die Aufnahmepflicht geregelt. Hier ist also die Personengruppe beschrieben, um die es geht, die asylsuchend oder ausreisepflichtig sind oder ein humanitäres Aufenthaltsrecht haben und, das ist die zweite Bedingung, verpflichtet sind, in Hessen Wohnsitz zu nehmen. Das ist die Zielgruppe dieses Gesetzes. Und hier scheint es uns deshalb geboten, die Asylberechtigten nach § 25 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes hinzuzufügen, sodass dann alle Asylberechtigte, Menschen mit subsidiärem Schutz und Flüchtlinge mit Abschiebeschutz erfasst sind. Aus unserer Sicht gebietet auch die Verschränkung, jetzt ist es ein bisschen fachlich, die Erschränkung von asyl- und aufenthaltsrechtlichen Regelungen
den Regelungsbereich des Landesaufnahmegesetzes hier nicht einzuschränken. Das ist so eine Argumentation, das eine würde das andere einschränken. Diese Ansicht teilen wir nicht. Wir wissen, es sind dann auch Menschen erfasst, die nicht die Wohnsitzpflicht dort haben, also nicht dort in der Gemeinschaftsunterkunft, aber möglicherweise gar keine andere Wohnung finden können. Und an dieser Stelle ist es hilfreich, sie auch erst einmal noch mit im Blick zu haben. Zweitens. In § 3 wird die Unterbringung nach Mindeststandards eingeführt, nach unserer Vorstellung. Das ist genau genommen eigentlich sehr unspektakulär, weil eigentlich selbstverständlich. Es ist Usus in allen Bereichen, in denen wir um das Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger uns politisch kümmern. Wir haben Mindeststandards in der Jugendhilfe, Qualitätsstandards für stationäre Kinder- und Jugendhilfe, Mindeststandards für behördliche, betriebliches Gesundheitsmanagement und so weiter und so fort. Das ist ein Instrument, mit dem wir arbeiten. Und wir haben seit 2016 auf Bundesebene erarbeitete Mindeststandards zum Schutz von geflüchteten Menschen in Flüchtlingsunterkünften vorliegen, zwischenzeitlich überarbeitet und ausgeweitet, von anderen Bundesländern angewendet. Ich will sagen, es ist ein erprobtes und selbstverständliches Instrument, mit dem wir sowohl handelnden Personen als auch Betroffenen Schutz geben, also den einen Sicherheit, den anderen Schutz. Und lieber Kollege, also das mit dem Allheilmittel, das ist so ein Argument, das ist total klasse. Weil nichts ein Allheilmittel ist, muss man auch nie irgendetwas machen. Was ist das denn für ein Argument, dass eine Sache kein Allheilmittel ist? Also dann können wir alle Mindeststandards abschaffen, weil sie nie ein Allheilmittel sind. Das ist wirklich, das ist so eine Art, Sachen ad absurdum zu führen. Ich hoffe, dass man die durchschaut, dass das nicht wirklich trägt. Ich gehe davon aus allerdings, dass die Anlage Mindeststandards in der vorliegenden Form jetzt nicht ihre komplette Zustimmung finden kann. Aber wenn wir in eine Diskussion eintreten könnten über den Inhalt, wäre ich schon sehr zufrieden. Dass die Unterbringung idealerweise, und das wurde auch gerade angesprochen, in Wohnungen erfolgen soll, wird vielleicht als eine Richtungsanzeige verständlicher. Soll, nicht muss. Ja, wir können das von hier aus nicht regeln. Das hat was mit Regionen zu tun. Aber es ist eine Richtungsanzeige, und die wird dann noch einmal deutlicher, wenn wir uns klar machen, dass Hessen mit nur 32% dezentraler Unterbringung den vorletzten Platz aller Bundesländer einnimmt. Und eigentlich den letzten, weil man vermutet, dass die Frankfurter Statistik die Zahlen nicht stimmen. Das kann gar nicht sein, was da drin steht, wenn man das noch rausrechnet. Aber jetzt sind wir so ein bisschen im Bereich der Spekulation. Ja, 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 ja. Okay, streichen wir, ist nicht wirklich evidenzbasiert. Vorletzter reicht mir hier. Drittens, dass die Beendigung des Nutzungsverhältnisses in § 5 Regelungen erfährt, ist im Sinne von Verfahrensklarheit sinnvoll, und ich glaube, das ist gut gemacht. Dann aber bitte, und das schlagen wir vor, auch mit rechtlicher Sicherheit für die Betroffenen. Hier schlagen wir als Instrument, das kann man diskutieren, eine Beschwerdestelle bei der Fachaufsichtsbehörde angesiedelt vor. Wenn sie gut arbeitet, kann und wird sie helfen, in Konflikten zu vermitteln und diese in geregelten Verfahren aufzulösen. Das ist für die Beteiligten hilfreich. Und ich finde, man könnte solchen Stellen auch eine integrationspolitische Wirkung zutrauen. Wir lassen Flüchtlinge sehr unmittelbar erfahren, wie Rechte bei uns geschützt werden, wie Einspruchsmöglichkeiten selbstverständlich gegeben sind und wie die Vermittlung bei Interessenkonflikten aufgelöst werden kann. Ich nenne das einmal einen möglichen pädagogischen Mehrwert des Gesetzes. Ich würde das gerne ausprobieren. Mit der Änderung in § 5a unter der Überschrift Satzungsermächtigung haben wir den Versuch unternommen, zwei sehr unterschiedliche Anliegen gerecht zu werden. Auf der einen Seite soll es darum gehen, die Kosten für Selbstzahler so weit zu deckeln, dass die Zahlungen die Eingliederung in den Arbeitsmarkt nicht konterkarieren. Wir müssen jetzt nicht diesen Streit führen, ob 700 oder 600. Wir haben eindeutige Berichte, und es weiß auch jeder hier, wir haben Berichte, dass an einigen Stellen die Zahlen einem Mietenspiegel, einem vergleichbaren, nicht mehr standhalten, die dort gefordert werden. Das mag dann unter der Frage der notwendigen Kosten, die auftreten und die man sich über Gebühren holen muss, aus irgendwelchen Gründen gerechtfertigt sein. Da sind lange Verträge geschlossen, das sind Unterbelegungen, die plötzlich die Kosten hochtreiben. Das mag alles sein. Es ist aber nicht sinnvoll, das weiterzureichen an die Flüchtlinge. Auf der anderen Seite, da haben Sie recht, müssen Gemeinden und Landkreise ihre real entstandenen Kosten über Gebühren refinanziert bekommen. Wenn Sie es sorgfältig gelesen haben, mit der Festschreibung einer Erstattung ist hier deshalb von uns aus Sicht aus das Land gefordert, als Auftraggeber hier mit reinzugehen. Es wurde ja auch breit diskutiert, die Zahl sei gar nicht sehr groß, die das betrifft. Von daher dürften die Kosten ja auch nicht so groß sein, dass das Land hier nicht in die Verantwortung gerufen werden kann.
Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das sind unsere sehr konkreten Vorschläge, die wir in die Beratung geben und hoffen, dass wir Sie bis zu einer dritten Lesung davon überzeugen können, die wir hiermit beantragen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächste Rednerin ist die Abg. Sönmez für die Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren und vor allem sehr geehrte Damen und Herren der Landesregierung, ich meine, das ist eigentlich wieder typisch für Sie. Wir machen hier eine Anhörung, wir laden Menschen dazu ein, wir fordern sie dazu auf, schriftliche Stellungnahmen hier bei uns einzureichen, um dann im Nachhinein festzustellen, dass diese Stellungnahmen, die sie abgegeben haben, komplett ignoriert werden und man überhaupt nicht darauf eingeht, bis auf die eine, die einem selber aber zuspielt. Ich meine, Ihr Gesetzentwurf wurde kritisiert. Es wurde jetzt schon mehrmals aufgeführt, nee, beziehungsweise nur einmal aufgeführt bisher. Er wurde kritisiert, weil er das Problem mit den überhöhten Gebühren eben nicht löst, Herr Bourgeau. Er wurde kritisiert, weil er trotz jahrzehntelang vorgetragener Kritik eben immer noch keine Mindeststandards vorsieht für die Unterbringung. Er wurde auch kritisiert, weil er den Betroffenen keine subjektiven Rechte einräumt, sondern sie eben weiterhin zu Objekten degradiert. Und das sollte man jetzt unterlassen. Spätestens jetzt sollte man das unterlassen, meine Damen und Herren. Das ist menschenunwürdig. Und wenn man die Anzuhörenden schon einlädt und die Menschen bemüht, dann sollte man sie auch ernst nehmen. Wir dachten, wir nehmen sie ernst und haben deshalb unseren Änderungsantrag zu Ihrem Gesetzentwurf erarbeitet. Und ich würde auch sagen, unser Antrag bietet Lösungen für die benannten Probleme und greift auch im Gegensatz zu Ihnen Vorschläge eben aus der Anhörung auf. Das wurde hier jetzt auch schon mehrmals berichtet. Es ist wirklich so, dass seit Jahren Flüchtlingshelfer auf die Problematik der völlig überteuerten Gebühren in Gemeinschaftsunterkünften eben hinweisen und aufmerksam machen. Es war ein erschreckendes Beispiel darunter, das ich hier gern aufführen möchte, und zwar die Familie, die für anderthalb Zimmer 1.700 € bezahlt. Ich denke, da muss man schon eine Deckelung in Aussicht stellen. Und da reicht es eben nicht, nur die Kommunen dafür in Verantwortung zu nehmen, weil das wurde dann vom Herrn Tipia wieder reglementiert. Da bleiben die eben auf den Kosten sitzen. Also muss das Land schon Vorgaben machen und den Kommunen natürlich auch Möglichkeiten aufweisen, wie sie eben ihre Kosten decken können. Einfach zu sagen, im Namen der Flexibilität überlassen wir das den Kommunen, das kann man so halt auch nicht machen, so geht das halt nicht. Ich meine, die Anhörung hat auch gesagt, dass eben mitnichten die Menschen vor Wuchermieten geschützt sind mit ihrem Gesetzentwurf. Im Gegenteil, sie haben das dann auch versucht, in der Öffentlichkeit so als Errungenschaft zu deklarieren. Aber die Antwort folgte ja dann auf dem Fuße. Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände hat ihnen vehement widersprochen und unter dem Titel »Nein, Herr Bourgeau« noch einmal klargestellt, dass Ihr Gesetz eben eine Verschlechterung und keineswegs Verbesserungen für geflüchtete Menschen mit sich bringt und eben auch nichts an den Wuchermieten ändert, meine Damen und Herren. Eine Verbesserung wäre aber tatsächlich eben eine Regelung für die Selbstzahlenden zu geben, indem man eben die Deckelung von Landesebene an die Kommunen weitergibt. Und wir halten da die Gebühr in der Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung des Landes für sinnvoll. Das wären 194 € pro Person. Das halten wir für einen fairen Kompromiss, wobei man da bei Familien eben noch einmal anders berechnen muss und anders vorgehen muss natürlich.
Die Mindeststandards, die wurden hier jetzt auch schon erwähnt. Ich meine, das ist schon heftig, wie Sie jetzt wieder auf die Mindeststandards mit einer Gleichgültigkeit herangegangen sind und auch aufgeführt haben. Nur halb, die halbe Stellungnahmen von Frau Rosenberg auch und Frau von Nieb hier aufgeführt haben, dass sie gesagt haben, es sind keine Allheilmittel. Natürlich, das stimmt. Wenn Menschen 5, 6 Jahre in der Gemeinschaftsunterkunft verweilen müssen, weil sie in keine Wohnungen ziehen können, obwohl sie das eigentlich tun könnten, dass in dem Fall dann eine Festlegung von Mindeststandards auf Landesebene kein Allheilmittel sind, weil die Menschen eben Wohnungen brauchen, weil sie eben in Wohnungen verbracht werden müssen, um ein normales Leben endlich beginnen zu können. Da ist es schon klar, dass es kein Allheilmittel ist. Und genau das hat Frau Niebchen gesagt an der Anhörung. Genau das war's. Aber sie hat nicht gesagt, dass Mindeststandards keine Allheilmittel sind. In diesem Sinne, wie Sie es dargestellt haben, eben, Herr Bourdieu, hat sie es nicht gesagt. Das will ich hier noch einmal klarstellen. Und außerdem wurde es eigentlich auch klar, wie notwendig die Mindeststandards sind, jetzt in Zeiten der verstärkten Hygieneregeln und des Homeschoolings, wo es eigentlich wieder klar, dass eben Mindeststandards vorgegeben müssen und die Kommunen eben dazu auch gezwungen sind, diese Mindeststandards einzuhalten. Und im Prinzip wären sie ja auch verpflichtet. Das steht eigentlich auch explizit im Asylgesetz des Bundes drin, dass sie eben dass die Länder verpflichtet sind, geeignete Maßnahmen zu treffen, um bei der Unterbringung Asylbegehrender in Gemeinschaftsunterkünften den Schutz von Frauen und schutzbedürftigen Personen zu gewährleisten. Und die Länder wohlbemerkt, meine Damen und Herren, und nicht die Landkreise, wie Sie es immer hier so versuchen abzuschieben auf die Landkreise. Wie sich das Leben in den hessischen Flüchtlingsunterkünften anfühlt, das wurde uns ja sehr anschaulich und eindrücklich von Frau Rashid, die selber 2 Jahre in der Unterkunft Bonames in Frankfurt gelebt hat. Das wurde hier jetzt auch schon erwähnt. Die hat uns das geschildert. Sie können das alle gerne nachlesen im Protokoll, wenn Sie es nicht richtig mitbekommen haben. Und es war für mich persönlich beschämend, es war beschämend zu hören, dass so menschenunwürdige Zustände und ein so menschenunwürdiger Umgang in Flüchtlingsunterkünften in Hessen vorherrschen. Das regeln unter anderem auch Mindeststandards. Jawohl, da gehe ich auch noch einmal drauf ein, auf Ihre Mindeststandards. Und das darf nicht weiter so fortgeführt werden. Das kann nicht sein. Und da sind Mindeststandards ein Mittel von vielen, meine Damen und Herren der GRÜNEN. Und es muss unser aller Aufgabe sein, das wurde in der Anhörung auch mehrmals versprochen an Frau Rashid, dass es unser aller Aufgabe ist, eben diese Zustände zu beenden, die in den Flüchtlingsunterkünften in Hessen eben noch vorkommen. Jetzt hat Herr Bourdieu und auch der Herr Bocklet hatten das ja gesagt, dass die Stadt Frankfurt ja eigentlich Mindeststandards habe, die aber im Fall Bonames ja nicht eingehalten wurden und keine Wirkung hatten und dass dann eben Mindeststandards des Landes ja auch nichts bringen würden. Also hier stellt sich jetzt für mich aber echt die dringende Frage, Herr Bourdieu, ist das eigentlich Unwissenheit von Ihnen oder ist das jetzt purer Zynismus? Weil scheinbar wissen Sie nicht, dass Ihr grüner Minister, also sein Ministerium, für die Fachaufsicht für Bonames, also für Frankfurt und für Wiesbaden zuständig sind. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Frankfurt hatte eigentlich Mindeststandards und das hat nicht funktioniert, ja, dann ist es aber trotzdem Ihr Versagen bzw. das Versagen Ihres Ministeriums, weil die nämlich die Fachaufsichtspflicht für Frankfurt haben. Sie haben, also nicht Sie als Herr Bourdieu, aber das grüne Ministerium hat die Zuständigkeit und die Verantwortung für die Aufsicht und die wurde scheinbar auch nicht eingehalten. Also in dem Sinne haben Sie natürlich recht. Wenn Sie natürlich Mindeststandards einführen und die Frau Kollegin, Sie müssten zum Ende kommen. Und die dann nicht aber verfolgen, ob die auch eingehalten werden, ich meine, dann ist es schon klar, dann bringen Mindeststandards tatsächlich nichts. Wegen der Gemeinschaftsunterkünfte bzw. der weiteren Unterbringung in Gemeinschaftskünften, das wurde schon erwähnt, Hessen belegt den vorletzten oder gar den letzten Platz. Und das sagt uns eigentlich noch einmal eins, verdeutlicht uns eigentlich noch einmal eins mehr, dass wir Wohnraum brauchen in Hessen und vor allem in den Ballungsgebieten. Und dafür brauchen wir eine Wohnraumoffensive, meine Damen und Herren. Das würde übrigens auch den anderen Teilen der Bevölkerung zugutekommen. In diesem Sinne
gebe ich Ihnen auch noch einmal die letzte Gelegenheit, Ihr Gesetz noch einmal zu überarbeiten und beantrage auch die dritte Lesung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächster Redner für die Fraktion Die Freien Demokraten ist der Kollege Pürsün. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir Freie Demokraten legen Wert auf die Ergebnisse der Anhörung und das Fachwissen der Experten. Das Bemerkenswerte an dem vorliegenden Gesetzentwurf ist, dass alle Wohlfahrtsverbände und die, die das Gesetz betrifft, vehemente Kritik geäußert haben. Im Wesentlichen wurden drei Punkte kritisiert. Zum einen die Gebühren. Ich möchte nicht erneut die ganze Diskussion aufrollen und Rechenbeispiele machen. Ich komme gleich dazu, Frau Kollegin Anders. Die Anhörung war auch in diesem Punkt deutlich. Die Gebühren müssen gedeckelt werden. Ein erwerbstätiger Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft soll maximal mit 194 € an den Kosten beteiligt werden. Alles andere führt dazu, dass Integration verhindert wird, weil Arbeit unattraktiv wird. Das kann nicht die Politik sein, die wir wollen. Der zweite Punkt betrifft die Mindeststandards. Diese werden in dem vorliegenden Entwurf für abdingbar gehalten. Für wen abdingbar? Das sahen die Angehörten anders. Das sehen auch wir Freien Demokraten anders. Der Kollege Bocklet hingegen sagte, ebenso wie der Kollege Burcu eben, mit Blick auf die Mindeststandards, dass am Beispiel Frankfurts deutlich geworden sei, Mindeststandards bringen nichts. Was die GRÜNEN da hier gesagt haben, ist so etwas von absurd, unvorstellbar. Nun ja. Wenn Sie irgendwo aufgeschrieben werden und das Papier in der Mottenkiste landet, stimmt das. Sie müssen schließlich umgesetzt werden. Es muss überprüft werden, dass die Mindeststandards eingehalten und erfüllt werden. Es wird auch überhaupt nicht thematisiert, dass es vom Bundesfamilienministerium Mindeststandards gibt. Welchen Stellenwert haben diese in Hessen? Inwiefern sind sie bindend? Die Zustände in den Gemeinschaftsunterkünften sind bisweilen katastrophal. In Frankfurt gab es in einer AWO-Unterkunft bisweilen 2,61 Quadratmeter pro Kopf. Auch wenn es um die AWO geht, werte Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, Sie müssen da genauer hinschauen. Also wiederholt zitiert mich der Kollege Burcu falsch. Nein, du hast es nicht vorgelesen. Und diese falschen Zitate bekommen auch noch den Applaus der GRÜNEN-Fraktion. Das ist sehr interessant. Dir sind die Flüchtlinge vollkommen egal. Du sprichst über die Satzung, die du selber beschlossen hast. Und wenn du meinen Satz nicht nur gelesen, sondern auch verstanden hättest, dann hättest du mich nicht falsch zitieren können, denn es war ja die Satzung deiner eigenen Koalition. Dass du, lieber Taylan Burcu, hier in diesem Haus zum Landesaufnahmegesetz sprichst, ist eine Zumutung. Das Landesaufnahmegesetz gibt finanzielle Mittel des Landessozialministeriums an die Kommunen. Das versetzt die Kommunen in die Lage, Flüchtlinge aufzunehmen. Das führt sie in die Lage, Sozialverbänden Geld zu zahlen. Und die AWO hat dieses Geld missbraucht. Und in diesem Zusammenhang taucht dein Name auf. Und da kannst du zu diesem Gesetz doch hier nicht dich hinstellen und dann hier so einen falschen Kram erzählen. Genau dort wünschte der Träger, die AWO, sich eine dichtere Belegung für die eigene Wirtschaftlichkeit. Ich habe gerade eben gesagt, 2,61 Quadratmeter pro Kopf. Und die AWO wünscht sich eine dichtere Belegung. Irgendwoher muss das Geld für die Geschäftsführer und für die SUVs herkommen.
Der Mangel an Mindeststandards kann zu Folgendem führen. Schrottimmobilien werden temporär angemietet, für teuer Geld umgebaut, hoher Personaleinsatz erhöht die Kostenbeteiligung. Warum, liebe Kolleginnen und Kollegen der GRÜNEN, ziehen Sie das so brutal durch? Haben wir eigentlich einen Integrationsminister, muss man sich da fragen. Wir sprechen hier heute auch über Humanität. Daran sei an dieser Stelle erinnert. Und Sie, Herr Kollege Buccu, schwadronierten bei der Anhörung von romantischem Picknick auf dem alten Flugplatz in Frankfurt-Bunnermees und von Ihrem Herd, den Sie zum Aufwärmen der Babymilch nutzen. Ja, genau das ist das Problem. Das ist schon blanker Hohn, wenn man bedenkt, wer da vor uns gesessen hat. Die junge Frau, die picknicken musste, weil sie in der Unterkunft keinen Besuch empfangen durfte. Eine junge Mutter, der die Herdplatten und Kochmöglichkeiten genommen wurden. Eine junge Frau, die schilderte, wie grauenhaft mit ihr und anderen Bewohnern umgegangen wurde. Ich jedenfalls hatte Gänsehaut. Bei mir kam da kein Gedanke von romantischem Picknick auf. Und nun zum letzten Kritikpunkt, § 5. Regelt, dass das Nutzungsverhältnis beendet werden kann, wenn schwerwiegend oder wiederholt gegen die Hausordnung verstoßen wird. Im Falle von der Unterkunft in Frankfurt-Bunnermees hat das dann aber zur Folge, dass im Zweifel die unliebsamen Bewohner von heute auf morgen vor die Tür gesetzt werden können. Werte Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, Sie betonen, dass es wichtig sei, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Wie stellen Sie sich das dann in diesem Fall vor? Ich möchte zusammenfassen. Die Kritik der Anzuhörenden war verheerend. Die Berichte von Frau Rashid waren beschämend. Und die Kritik an dem Gesetzentwurf haben alle in der Opposition schon in der ersten Lesung hier an dieser Stelle antizipiert. Sie lassen viele enttäuschte Ehren- und Hauptamtliche zurück, die sich seit Jahren für die geflüchteten Menschen in Deutschland einsetzen. Das ist keine Politik, die wir unterstützen. Es liegt ein Änderungsantrag vor, der in die richtige Richtung geht. Daher beantragen auch wir die dritte Lesung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Volker Richter. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach der Anhörung zu der Änderung am Landesaufnahmegesetz wurde für uns als AfD deutlich, dass man auch hier nicht bereit ist, offen zuzugeben, dass man mit der Vielzahl an Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland kommen und auch gekommen sind, völlig überfordert ist. In Hessen wird man weiter Wohlfahrtsorganisationen einspannen, die sehr kleinteilig die Betreuung von Menschen in Gemeinschaftsunterkünften vorgeschrieben bekommen, während Selbstzahlende innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte zum Teil regelrecht, ich sage das so, abgezockt werden. Dies gilt für Migranten ebenso wie für alle anderen Menschen in unserem Land. Wer arbeiten geht, wird mit Zahlungen bestraft, die man getrost als unmoralisch bezeichnen kann. Wenn jemand einer Arbeit nachgeht und dann für 6 Quadratmeter in einer Gemeinschaftsunterkunft in einem Zimmer mit anderen und sanitären Anlagen, die geteilt werden müssen, rund 400 € im Monat zahlen muss, dann, meine Damen und Herren, läuft er nun wahrhaftig etwas aus dem Ruder. Zu erwähnen ist noch die Verteilungs- und Unterbringungsgebührenverordnung, nach der Menschen aufgrund ihrer Herkunft, also EU-Bürger, Aussiedler und Flüchtlinge, unterschiedliche Gebühren für die Unterbringung zahlen müssen, wenn sie einer Arbeit nachgehen. In der Anhörung wurde eine Härtefallregelung vorgeschlagen, die beinhaltet, dass alle Migranten gleich viel bezahlen und so auch eine Motivation für Menschen in diesen Unterkünften entsteht, sich gesellschaftlich einzubringen und für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Nichts kann wertvoller sein, als dies dann auch tatsächlich umzusetzen und den Effekt zu vermeiden, dass Geld auch ohne Arbeit sowieso fließt. Dazu gehört, dass die Kosten der Unterkunft nun mal gleichmäßig auf alle verteilt wird. In der Anhörung wurde ebenfalls deutlich geschildert, was die Wohnungsnot in Deutschland für viele Menschen bedeutet, nämlich schlicht keine Heimat, keinen Schutz und keine Privatsphäre zu haben. Wenn wir als Alternative für Deutschland genau das, was in der Anhörung geschildert wurde,
in Diskussionen hier im Hause aufgebracht haben, wo es um den sozialen Wohnungsbau ging, wurde von den etablierten Parteien immer abgewunken. Wenn allerdings Frau Riedmann vom Evangelischen Verein für Wohnraumhilfe ganz klar sagt, dass Wohnungsnot kein Einzelfänomen ist und häufig mit individuellen, aber immer auch mit strukturellen und wohnungspolitisch begründbaren Ursachen einhergeht, ja, dann müssen doch die Politiker der etablierten Parteien einmal darüber nachdenken, ob es Sinn macht, in eine solche Situation hinein weiter Menschen in Deutschland aufzunehmen und damit bereits bestehende Probleme nur noch zu verstärken, anstatt sie zu lösen. Auch der uns vorliegende Änderungsantrag löst dieses Problem nicht. Das Problem löst einzig eine Rückführung und Zusammenführung von Familien in ihre Heimat. Dann müssen die strukturellen Probleme in Drittweltländern thematisiert werden, die uns seit Jahrzehnten als Fluchtursachen bekannt sind, anstatt hier in Deutschland zu verschlechtern, was bereits schlecht läuft. Wir haben heute Morgen schon darüber gesprochen, meine Damen und Herren. Denn dass die Notunterkünfte für die kommunalen Selbstverwaltungen auch heute noch Dauerlösungen sind, ist uns allen doch nur zu gut bekannt. Und dass Menschen in diesen Notunterkünften niemals glücklich sein können und werden, wurde ebenfalls sehr eindrücklich geschildert. Und da fragen wir schon, sind Sie aus wahltaktischen und politischen Gründen nur vordergründig menschlich, oder geht es Ihnen tatsächlich und wahrhaftig um die Menschen selbst, meine Damen und Herren? Mit dem Landesaufnahmegesetz werden Missstände mehr zementiert als gelöst, und das hat einen einfachen Grund. Die Probleme sind, wie in fast allen anderen sozialen Belangen, ebenfalls ein völliges Versagen der Regierungsparteien, und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. Es blieb bei der Anhörung auch nicht aus, dass seitens der Wohlfahrtsverbände auch die Thematik um Covid-19 aufkam. Und da zitiere ich aus der Anhörung. Ich zitiere das. Das HMSI hat keine Ahnung über die Gemeinschaftsunterkünfte. Wir wissen nichts darüber, wie viele es gibt, wo sie sind, wie viele Menschen da leben und wie die Bedingungen vor Ort sind. Das hat sich seit Corona auch überhaupt nicht verändert, als wäre nichts gewesen, als seien wir nicht inmitten einer Pandemie. Das kommt von Wohlfahrtsverbänden. Zitat Ende, meine Damen und Herren. Dass man vor Ort schon die Intelligenz von den Wohlfahrtsverbänden aufbringt, dass Gemeinschaftsunterkünfte potenzielle Hotspots sind, wurde ebenfalls erwähnt. Und dass die Menschen keine Chancen haben, sich aus dem Wege zu gehen oder sich in Corona-Zeiten mit 10 Leuten die Toilette teilen, das lasse ich wahrhaftig lieber unkommentiert. Denn würde man es kommentieren, müsste man eigentlich platzen vor Wut, ob ihrer politisch gelebten Ignoranz. Und die in der Anhörung erwähnte Kollektivquarantäne scheint irgendwie auch zu einer Routine in unserem Land geworden zu sein, ohne dass die Bevölkerung darüber Näheres erfährt. Solche Anhörungen sind nicht nur unglaublich lehrhaft, meine Damen und Herren, sie lassen einen wirklich staunend zurück. Denn das Bild, welches später bei Regierungserklärungen und seitens der Minister gezeichnet wird, ist meist ein völlig anderes. Und dass nicht umgesetzt wird, was zwingend notwendig ist, geht aus den Meinungen der Anzuhörenden leider nur allzu oft hervor. Wir haben es ja eben gehört, und selten konnten wir in Anhörungen so eine deutliche und auch vernichtende Kritik wahrnehmen. Die Landesregierung, davon darf man wohl getrost ausgehen, wird dies natürlich völlig anders sehen. Aber immerhin lernt man eines aus dem Gesetzentwurf, dass Flüchtlinge zukünftig als Personen bezeichnet werden. Wir stellen die Vermutung in den Raum, dass dies wohl das wirklich Letzte ist, was Menschen in Notunterkünften verändert haben möchten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit dem Landesaufnahmegesetz haben wir die Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerberinnen, Asylbewerbern und anderen ausländischen Personen, so heißt es dort, in Hessen der kommunalen Ebene anvertraut. Und wir legen im Landesaufnahmegesetz fest, welche Kosten das Land den Kommunen dafür erstattet. Das heißt, das Land überträgt den Kommunen bestimmte Aufgaben. Diese Aufgaben ziehen Kosten nach sich, und die erstattet das Land wiederum. Und das ist im Landesaufnahmegesetz geregelt. Im Gegenzug sind die Kommunen dann dafür verantwortlich,
die Aufnahme und Unterbringung der geflüchteten Personen zu organisieren. Und weil diese wechselseitige Verpflichtung so besteht, haben wir für die Novelle dieses Aufnahmegesetzes zwischen Land und Kommunen, vertreten durch ihre Spitzenverbände, über diese Neufassung verhandelt. Und wir haben die Grundzüge der Gesetzesnovelle in einer gemeinsamen Verabredung festgehalten. Und was in diesen durchaus intensiven Gesprächen, das darf ich, glaube ich, sagen, sehr klar geworden ist, ist, dass die Kommunen für diese wichtige Aufgabe ein hohes Maß an Flexibilität brauchen, damit sie auf die ganz unterschiedlichen Umstände vor Ort und die Anforderungen der verschiedenen Personengruppen, die wir ihnen anvertrauen, wirklich eingehen können. Und diese Flexibilität, die findet dann auch Niederschlag in unserer Gesetzesnovelle. Und wir haben, das kann ich, glaube ich, auch sagen, im Gegensatz zu anderen früheren Verfahren, auch die Sozialverbände, beispielsweise die Liga und den Flüchtlingsrat, nicht nur bei der Evaluierung und der Regierungsanhörung im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens eingebunden, sondern wir haben ihnen auch noch einmal Gelegenheit gegeben, den Gesetzentwurf mit uns pandemiebedingt in einer Telefonkonferenz zu erörtern, also so viel auch zur Beteiligung und zum Verfahren im Vorfeld. Jetzt will ich auf die wesentlichen Änderungen des Gesetzes eingehen, weil hier nicht außer Acht gelassen werden darf, welche Verbesserungen mit diesem Gesetz einhergehen. Beginnen möchte ich mit der großen Pauschale, weil das ist eine ganz wichtige Änderung, gerade für die Kommunen. Die Landkreise, die kreisfreien Städte erhalten die große Pauschale vom Land dafür, dass sie geflüchtete Menschen aufnehmen und unterbringen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Und mit unserem Änderungsgesetz heben wir diese große Pauschale ab 2022 jährlich an. Das ist eine ganz wichtige Verabredung, denn das verschafft sowohl dem Land als auch den Kommunen Planungssicherheit. Und eine zweite wichtige Änderung, die von allen gewünscht war und die das Verwaltungsverfahren wirklich deutlich vereinfacht, betrifft die sogenannte kleine Pauschale. Sie ersetzen wir ab 2021 durch ein Integrationsgeld in Höhe von einmalig 3.000 €. Und dabei ist dann auch nicht mehr relevant, ob die oder der Geflüchtete Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII bezieht. Das heißt, das Integrationsgeld, das die Kommunen erhalten, wird erhöht und es wird für einen größeren Personenkreis gewährt, nämlich auch für Personen, die aufgrund ihres Einkommens keine Sozialleistungen beziehen. Und so unterstützt das Land die Kreise und Städte noch umfangreicher als bisher bei ihren Integrationsleistungen. Und das ist gut so. Wir gehen aber noch weiter. Wir gehen noch weiter, denn darüber hinaus unterstützen wir die Kommunen im Bereich der Unterbringung ganz konkret mit dem Änderungsgesetz, mit der neuen umfangreichen Satzungsermächtigung, genauso wie mit den Regeln zur Beendigung des öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnisses, stärken wir die Kommunen, damit sie die jeweiligen Umstände vor Ort flexibel berücksichtigen können. Und auch das haben sich die Kommunen ausdrücklich gewünscht. Das ist eine echte Verbesserung. Und da ist es für alle Beteiligten, wirklich für alle Beteiligten wichtig, dass anerkannte Schutzsuchende möglichst schnell auch angemessenen Wohnraum außerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte finden, weil das ein wichtiger Schritt ist, der Integration erleichtert. Und auch das regelt unser Änderungsgesetz, auch wenn es, sorry, jetzt ein bisschen technisch wird. Es regelt nämlich, dass das öffentlich-rechtliche Nutzungsverhältnis im Rahmen der Unterbringung endet, wenn die untergebrachte Person ein bestandskräftiges Aufenthaltsrecht erhalten hat. Anerkannte Geflüchtete müssen aber auch nicht sofort die Unterkunft verlassen, wenn das Nutzungsverhältnis endet, um damit auch einmal aufzuräumen. Es ist nicht so, dass sie dann auf der Straße stehen, wenn kein anderer Wohnraum verfügbar ist, denn genau in einem solchen Fall kann das Nutzungsverhältnis verlängert werden, wenn und solange kein zumutbarer Wohnraum zur Verfügung steht. Und auch das ist ein guter und richtiger Schritt. Und gleichzeitig stellen wir
auch aufgrund durchaus gemischter Erfahrungen in der Vergangenheit klar, dass die Landkreise und die kreisangehörigen Gemeinden zusammenwirken müssen, um drohende Obdachlosigkeit zu vermeiden, weil das Nutzungsverhältnis aufgrund der Zuerkennung eines Schutzstatus beendet wird. Auch hier ein klares Signal. Die Spielräume, die wir jetzt in Bezug auf die Beendigung des öffentlich-rechtlichen Nutzungsverhältnisses einräumen, sie dienen dem Frieden in den Einrichtungen, und sie helfen damit vor allem den besonders vulnerablen Bewohnerinnen und Bewohnern. Und es war ein großes Anliegen der Kommunen, im Bedarfsfall mit eigener Flexibilität reagieren zu können. Und das kann dann ja auch die Verlegung einer Person betreffen. Da sollte man auch nicht drum herum reden. Das kann so sein, und auch das wird ermöglicht. Meine Damen und Herren, die weit überwiegende Zahl der Gebietskörperschaften erledigt die ihnen übertragene Aufgabe der Unterbringung vorbildlich und mit ganz viel Engagement. Das gilt ganz besonders für die Zeit seit 2015. Und ich sage ausdrücklich, das schließt keineswegs Fälle aus, in denen Kritik an der konkreten Umsetzung vor Ort auch berechtigt sein mag. Aus dem Änderungsantrag, der jetzt vorliegt, spricht aber nur ein tiefes Misstrauen gegenüber den Gebietskörperschaften, die seit 2015 eine ganz hervorragende Arbeit in dieser Unterbringung machen. Und deshalb noch einmal, die Kommunen brauchen ein gewisses Maß an Flexibilität und kein enges Korsett aus starren Vorgaben, um ihre Aufgabe gut erfüllen zu können. Und um es auch zu sagen, mir ist die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Sozialverbänden wichtig. Das zeigt ja auch schon die frühzeitige Einbindung im Entwurfsstadium. Und in genau dieser Linie werde ich die Sozialverbände deshalb gemeinsam mit den kommunalen Spitzenverbänden zu Gesprächen einladen, um über die Grundsätze der Unterbringung und den Gewaltschutz in Unterkünften zu sprechen, um die Aufnahme und Unterbringung geflüchteter Menschen unter den Maßgaben des novellierten Landesaufnahmegesetzes bestmöglich zu gewährleisten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich der Kollege Becher. Ganz entspannt. Das ist gut. Klingt ein bisschen anders, aber es macht nichts. Ich würde nur gerne dem Herrn Minister zurufen, dass seine Interpretation, was die Motivation der Gesetzesänderung ist und was der Geist dieses Änderungsantrags ist, nämlich ein massives Misstrauen gegenüber den Gebietskörperschaften, nicht stimmt. Das ist einfach nicht wahr. Im Gegenteil, an den Stellen, wo es darum geht, dass Kosten entstehen können, haben wir ausdrücklich hineingearbeitet, dass es nicht auf dem Rücken der Kommunen und Kreise ausgetragen werden kann. Wenn ich von Mindeststandards gesprochen habe, habe ich von einer Handlungssicherheit auch für diejenigen, die vor Ort sind, gesprochen. Es geht hier nicht nur um die Flüchtlinge. Es geht um Regelungen, die hilfreich sind und behilflich sind. Ich komme aus einer Stadt, die nun wirklich im Bereich der Flüchtlingsaufnahme eine Geschichte hat, dass ich nicht despektierlich auf das gucke, was dort geleistet wird. Und wenn man an einer Stelle versucht, weitergehende Regelungen einzuführen, heißt das nicht, dass es ein Misstrauen gegenüber denen ist, die im Moment unterwegs sind. Es geht darum, Dinge, eine Praxis zu verbessern. Und ich glaube, auch Städte und Kommunen haben ein Interesse. Sie haben kein Interesse, dass es auf ihre Kosten geht, dass sie sozusagen Dinge zusagen, die sie nachher ausbaden müssen. Und ich ahne so ein bisschen, dass das die Befürchtung ist, die sie bei dieser Landesregierung hatten, weshalb bestimmte Sachen sozusagen gar nicht in den Blick kommen. Aber da kann man ja vorbauen, dass es nachher nicht die Kosten der Kommunen und Landkreise sind, wenn man Qualität in dieser Stelle noch einmal verbessert. Das würde ich gerne noch einmal deutlich hervorheben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Es wurde dritte Lesung beantragt, und deswegen überweisen wir den Gesetzentwurf mit dem Änderungsantrag zur Vorbereitung der dritten Lesung an den SIA.